Ich grüße dich und schön, dass du zu einem weiteren Avatar-Video eingeschaltet hast. Im heutigen Video widmen wir uns mal den Fähigkeiten und den Skillpunkten. Ich höre immer wieder, dass der ein oder andere Schwierigkeiten hat, voranzukommen. Ja, und dann fällt ihnen erst auf, oh mein Gott, ich habe komplett falsch geskillt. Und in diesem Video zeige ich dir dann halt einen Weg, wie du am besten skillen könntest, damit du auch in der Story ohne weiteres vorankommst. Also solltest du Interesse haben, dann denke ich, ist dieses Video genau richtig für dich. Viel Spaß! Und da sind wir, Freunde. Als allererstes eine kleine Anmerkung. Und zwar ist es einmal die passive Fähigkeiten, ja? Hier ist das halt so, wenn ihr auf der Map irgendwas seht mit diesem rosanen Strahl, beziehungsweise diese rosane Säule, ja, das sind ja diese passive Fähigkeiten, die ihr ergattern könnt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann geht so schnell wie möglich immer zu diesen Punkten hin und ergattert euch dann diese passive Fähigkeiten. Manche sind noch ein bisschen vom Level her zu hoch, ne, die stehen in der RDA-Basis, aber die meisten davon könnt ihr ohne Probleme einfach so ergattern, ja. Daher macht einen riesen Fokus darauf, diese passive Fähigkeiten so schnell es geht freizuschalten. Alles andere könnt ihr dann erstmal beiseite legen, ja. Dann gehen wir Richtung Skillung hin. Diese beiden Skillen, ne, das ist einmal unser Ikran, braucht man nicht, total useless. Dieses Herstellen ist eine kleine Spielerei, brauchen wir auch nicht. Was wir brauchen, sind erstmal diese drei Sachen. Wir fangen erstmal hier beim Überleben an. So, wenn wir jetzt hier sind, wir machen erstmal beim Überleben, dann bei Krieger und Jäger jeweils immer den ersten erstmal rein. Ja, somit haben wir dann am Anfang erstmal direkt schön Vitalität, dann haben wir ein bisschen Stärke und natürlich auch Schattenjäger, was echt nice ist. Solange du in der Hocke bist, bist du schwerer zu entdecken und bewegst dich dann hier ein bisschen schneller. Gerade wenn wir jetzt zum Beispiel RDA-Anlagen erobern möchten oder so, ne, kommt uns das ein klein wenig zugute. Zu dem Rest komme ich erst gleich. Wenn ihr das soweit gemacht habt, macht ihr einen Mix aus einmal Leben, einmal Stärke. Immer hin und her. Das heißt, wir haben jetzt überall Leben drin, überall jetzt einen Punkt, ja. Und wir versuchen dann hier erstmal hochzugehen zu Vitalität 4. Oder irgendwann hier hoch zu Vitalität 3. Ne? Das solltet ihr erstmal anmerken. Ne? Dass ihr zum Beispiel auf 2, 3 und dann 4 geht. Und bei Thema Stärke sind wir jetzt hier. Hier ist erstmal ein Punkt drin und hier können wir auch einen kleinen Mix machen. Wir machen erstmal einen Punkt bei Stärke mit rein und danach machen wir einen Punkt bei taktisches Bewusstsein rein. Du verursachst dann hier 15% Schaden gegen markierte Gegner. Markierte Gegner sind halt diejenigen, wenn du deine Navi-Fähigkeit benutzt oder so, erscheinen die ja rot. Ja, und dann sind die markiert und da machst du dann nochmal 15% mehr Schaden. In diesem Baum ist es halt wichtig, dass wir dann auch noch hier Stärke 4 mitnehmen und natürlich auch Stärke 3. Also einmal links und rechts komplett hoch. Das mit den Bögen, Freunde, braucht ihr überhaupt nicht. Ganz ehrlich. Ja, das braucht ihr null. Also ich spiele zu 95%, sagen wir mal, nur mit der Shotgun. Ja, und die restlichen 5%, da benutze ich halt einen Bogen und erschieße dann die menschlichen Einheiten. Mit der Shotgun mache ich halt nur die ganzen Trooper alle platt. Ja, und da ist genug Schaden da. Warum jetzt extra nochmal Punkte ausgeben für diese Pfeile und Bögen, ja? Hier bezahlen wir 4 Fähigkeitenpunkte und das ist viel zu viel. Die könnt ihr woanders effektiver mit einsetzen, ja? Das habe ich einfach nur so reingemacht, ne? Hier kriegen wir halt mehr Pfeile. Aber wichtig ist halt in diesem Baum des Kriegers, dass wir links und rechts einmal komplett hochgehen. Dann gehen wir einen weiter und zwar zum Jäger. Und wir gehen dann einmal komplett hier hoch. Aus folgendem Grund. Das habe ich ja gerade schon gesagt mit dem Schattenjäger. Hier leichtfüßiger Jäger. Solange du in der Hocke bist, erzeugst du keine Geräusche. Und leichtfüßiger Jäger Teil 2. Du verursachst keine Bewegungsgeräusche mehr, selbst wenn wir dann laufen. Und wichtig, du verursachst 25% Schaden gegen Schwachstellen, wenn das Ziel dann hier ahnungslos ist. Den könnt ihr natürlich dann auch noch mitnehmen, ja? Mit dem Schwachstellenbonus. Hier auch nochmal zusätzlich 25%. Das Gute ist dann halt, wenn wir jetzt eine RDA-Basis einnehmen wollen, ja, machen wir hier quasi einen auf Ninja und sind dann um einiges leiser. Ja, und dementsprechend werden wir dann auch nicht so krass dann von den RDA-Einheiten entdeckt. Und hier Schwachstellen kommt uns dann ebenfalls zugute. Wie gesagt, beim Herstellen
mir ging es echt auf den Keks, dass mein Inventar halt so wenig ist. Ja, deswegen habe ich hier den Windbeutel 1 mitgenommen und den Windbeutel 2, damit ich dann mehr Sachen tragen kann. Ja, wenn es euch selbst irgendwann mal auf den Keks gehen sollte, dann geht auf jeden Fall auf Windbeutel 2 dann mit. Ja, und das war's. Das Skillen ist eigentlich kein Hexenwerk, aber selbst im Stream habe ich schon des Öfteren mitgekriegt, oh, ich habe jetzt neu angefangen oder so, weil ich komme einfach nicht weiter. Und seit ich jetzt anders geskillt habe, geht es auf jeden Fall besser. Wir können die Punkte leider nicht zurücknehmen. Deswegen müssen wir uns wirklich bewusst sein, wo soll der Weg hingehen, was sollen wir machen. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Wie gesagt, ist kein Hexenwerk. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen von euch helfen. Wenn ja, wäre es richtig nice, wenn du oder vielleicht auch du mit einem Follow am Start bleibst und aktiviere auf jeden Fall die Glocke, um kein Video mehr von mir zu verpassen. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. FreigeistTV ist raus. Ciao, ciao.